Wrestling Federation for over 50 years. The show. You know, I'm usually the one that has to take care of everything. But you know what? Maybe after today, maybe it won't be the action zone anymore. Maybe it'll be the sunny zone. Hey, what about a little bit more on the upper lip there? Maybe a little fuller? There you go. Welcome everybody. Ja, liebe Fans der World Wrestling Federation, da sind wir mit der Action Zone und die Dame, die eben gerade Sunny geschminkt hat, heißt Jill. Ich kenne die auch persönlich und das ist wirklich eine Dame, die alles abkann. So der gute Geist im Haus, wenn die schon genervt ist, dann muss Sunny tierisch genervt haben und da ist sie allerdings schon. That's right, Sunny is here and I'm going to brighten this place up a little bit. Ja, sie sagt, ich werde diesen Ort ein bisschen freundlicher gestalten. Er braucht es wirklich und Todd freut sich schon drauf. Ich frage mich, warum. Er hat doch letzte Woche gesagt, er freut sich überhaupt nicht drauf. Sorry. Well, let's get right to it, because we got a great broadcast for you. Ja, ich glaube, ich muss da Todd zustimmen. Kümmern wir uns mal um die Themen. Skip gegen Rad Radford, da hat Sunny bestimmt einiges dazu zu sagen. Und sie spricht auch von einer Überraschung, die sie präsentierte. Wer die Superstars gesehen hat, weiß wahrscheinlich, welche das sind. Wer nicht, ne? Lass sich überraschen. Mr. Perfect stellt sein Basketballkönnen unter Beweis oder Mangel desselbigen. Müssen wir mal abwarten. Außerdem wird er Razor Ramon interviewen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. You were pretty perfect, with Mr. President. Ach ja, natürlich spricht Todd über die Begegnung von Sunny mit dem Präsidenten der USA, mit Bill Clinton. Und sie freut sich natürlich über dieses Treffen und sie nennt ihn nur Billy Boy. Sollte man in Deutschland vielleicht nicht tun, aus naheliegenden Gründen. Gut, das wollen wir jetzt beiseite lassen. Auf jeden Fall sehen wir dann noch mal kurz den Präsidenten und wir haben natürlich den Raw Ball. Und mit dem Raw Ball, mit dem fangen wir auch an. Ja, Sie sehen es schon, das Logo. Es war eine riesen Blaskapelle dabei. Dann sahen wir Miss Raw Bowl. Es war also alles geboten, was normalerweise bei einem Footballspiel ebenfalls zu sehen ist. Und da die Teams, die Smoky Guns, Yokozuna Owen Hart, Sid und der 1-2-3-Kid und nicht zu vergessen die, wie soll man sagen, kubanische Connection Razor und Savio Vega. Und Razor bekam wieder ein Präsent von Goldust und wir blenden uns in die entscheidende Situation ein. Drei Teams sind noch übrig. Savio und Razor sind draußen. Es muss ja nur einer ausscheiden, damit das ganze Team draußen ist. Jim Cornette bekommt auch noch einen Schlag ab. Richtig so. Mal sehen, was jetzt passiert. Da greift der Kid ein mit einem Tritt an den Hinterkopf von Billy. Dann sofort ein Neckbreaker, Swinging Neckbreaker vielmehr von Owen Hart. Jim Cornette muss erstmal ab. Earl Hebner hat natürlich die Kleidung von einem Baseball- oder auch Football-Schiedsrichter an. Die sind gleich angezogen. So, und jetzt kommt der Banzai-Drop von Yoko. Nein! Stattdessen gibt es einen Banzai-Drop auf Owen. Barty Billy weg. Und Owen wird von Yokozuna getroffen. Der hat das nicht gemerkt. Dann sofort ein Dropkick von Bart. Jetzt müsste das Cover kommen. Dann werden Yokozuna und Owen draußen. Jawohl, das ist passiert. Damit sind nur noch zwei Teams da, nämlich Sid und Kid und die Smoking Guns. Und wie bei einem Royal Rumble darf eben auch irgendwer dann eingreifen. Sofort natürlich die Blaskapelle verabschiedet. Yokozuna und Owen Hart. Und ja, noch einmal kurz zu Earl Hebner. Wie gesagt, Baseball und Football Schiedsrichter sehen ähnlich aus und natürlich hat Earl Hebner hier auch die gelbe Flagge dabei, die jeder Schiedsrichter im Football werfen darf, wenn er einen Foul bzw. einen Regelverstoß sieht. Dann wird diskutiert, was für ein Foul war es. Es wird über die Lautsprecheranlage bekannt gegeben und es gibt eine Raumstrafe. Das nur ganz allgemein ausgedrückt. So, Sid jetzt gegen Billy im Ring. Und Sid natürlich fit. Es reimt sich, aber war eigentlich nicht so geplant. Dann wird sofort gepfiffen. Earl Hebner also auch mit einer Pfeife ausgestattet. Er mahnt natürlich sofort Sid, dass der nicht Billy bearbeiten darf, wenn der eben im Ring oder unter den Ringen, unter den Seilen vielmehr liegt. So, da bin ich ein bisschen durcheinander geraten, denn hier passiert sehr, sehr viel im Ring. Das ist ja wie eine Mini-Battle Royale. Anlauf vom Kid mithilfe von Sid, ein Dropkick vom Kid und dann ein toller Clothesline, muss man sagen, von Sid. Natürlich war das nicht erlaubt.
denn nur einer darf im Ring sein. Bart will gerade eingreifen, aber Billy kann sich alleine befreien. Daran erkennt man ganz deutlich, wie toll in Form die amtierenden Tag Team Champions sind. Und wie gesagt, es geht nicht um den Tag Team Titel, müssen wir dazu sagen, denn dies ist ein Prestigeturnier. Und die Wrestler haben vor diesem Match gesagt, wir wollen genauso gewinnen in diesem Match, als ging es um den Tag-Team-Titel. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, wer hier gewinnen wird. Bart ist auf dem Seil. Er fordert das Publikum auf, seinen Bruder und Tag-Team-Partner anzufeuern. Der kann es gebrauchen, befreit sich mit Ellenbogenstößen. Anlauf. Der Clothesline verfehlt, aber das ausgestreckte Bein von Sid trifft genau ins Schwarze. Er sollte vielleicht mal langsam wechseln mit seinem Partner, dem 1-2-3-Kid, nimmt Anlauf. Ja, natürlich der Legdrop, ein gewaltiger Legdrop von ihm. 1, 2. Billy kommt noch einmal raus. Earl muss noch einmal die Kappe neu aufsetzen. Auch ein sehr, sehr heikles Match für ihn. Es passiert viel im und außerhalb des Rings, auf das er aufpassen muss. Er hat bisher noch keine Flagge geworfen, aber das wird er wahrscheinlich auch nicht tun, denn so weit geht ja nun die Parallele nicht zum Football. Da rollt ihn Billy ein, aber Sid kann sich ebenfalls befreien. Das Publikum, wenn Sie mal drauf achten, ist wirklich äußerst aufgebracht, ob dieser unfairen Aktionen. Und es ist natürlich begeistert von diesem 8-Mann, muss man sagen, Tag-Team-Match oder 4 Tag-Team-Tag-Team-Match. Ist ganz schön kompliziert, das so richtig zu formulieren. Aber es sind ja jetzt nur noch 2 Teams übrig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Billy noch irgendetwas machen kann. Also Sid kann beruhigt im Ring bleiben. Er hat eigentlich keine allzu großen Probleme momentan. Die hat allerdings Billy. Aber jetzt kann er noch einen Schlag abblocken, kann zurückschlagen. Und Sid, ist er getroffen oder nicht? Das erkenne ich jetzt noch nicht so richtig. Es gelingt ihm ein Reversal. Clothesline-Versuch wieder daneben, aber der Ansatz hier zum Chokeslam. Schwuppdiwupp und Billy liegt auf dem Rücken wie eine hilflose Schildkröte. Aber er strampelt nicht, er ist zu erschöpft dafür. Und während man eine Schildkröte doch umdrehen sollte, auf jeden Fall, wird Sid das mit Billy nicht machen. Miss Raw Bowl unterhält sich angeregt mit Jerry the King Lawler, der sich natürlich diesen Posten des Co-Kommentatoren ausgesucht hat und gelegentlichen Damenumschwärmers. Und da ein Tritt von Sid gegen Bart, völlig überraschend. Jetzt wartet er natürlich darauf, dass Bart eingreift, den Ringrichter ablenkt und dann kann der Kid eingreifen. Er ist auf dem obersten Seil, doch da kommt Razor Ramon, eigentlich schon ausgeschieden, gibt Kid einen zusätzlichen Schwung und Billy nutzt die Chance, pinnt Sid und das war's. Und bevor der Kid noch weiter eingreifen kann, zieht ihn Bart raus, also wieder einmal eine Zusammenarbeit, die daneben gegangen ist. Und Razors Eingreifen muss ich in diesem Fall gutheißen. Ganz im Ernst, denn was da Sid und der Kid versucht haben, das war alles andere als fair. Aha, Sunny erkennt die Leistung der Smoking Guns an, aber sie sagt natürlich, gegen die Body Donners haben sie keine Chance. Nun ja, vielleicht mit dem neuen Mann. Ich weiß es nicht. Ah ja, sie sagt natürlich, die Body Donners werden die neuen Tag Team Champions. Eigentlich völliger Quatsch. Wir sehen nachher noch Milliardär Ted in seinem Konferenzsaal. Das gibt natürlich noch eine ganze Menge zu lachen. Ah, wir sehen jetzt Mr. Perfect, beziehungsweise nachher noch Mr. Perfect. Und Mr. Perfect interviewt dann auch auf jeden Fall noch Razor Ramon. Ja, Sunny ist okay, die Haare liegen entweder ganz oder gar nicht, aber... Ja, Todd sagt, sie sieht gut aus, aber das reicht Sunny natürlich nicht. Sie sagt, ich habe doch alles gegeben. Ach, um Gottes Willen, also das ist natürlich die Eitelkeit von Sunny. Wir sind auf jeden Fall jetzt beim Center der Minnesota Timberwolves und er überzeugt sich vom Basketballkönnen von Mr. Perfect. Schauen wir doch mal hin. Sieht gar nicht so schlecht aus. Thank you.
can't believe it. He's perfect. Watch this. Perfect. Absolutely perfect. Hello. Ja, also ich glaube, da kann Mr. Perfect seinem Partner in diesem Fall sogar noch was beibringen. Also der letzte Wurf war natürlich sensationell, kann natürlich ein Glückswurf gewesen sein. Aber ich kenne Mr. Perfect ja auch persönlich und weiß, dass er in vielen Sportarten sehr gut ist. Vielleicht zeigt er uns doch noch einmal seine Golfkenntnisse. Tja, aber wir haben natürlich noch einige andere Themen auf Lager, ganz klar. Zum Beispiel, dass Razor Ramon beim Royal Rumble seinen Intercontinental Champion-Titel versucht, gegen Goldust zu verteidigen. Und ich glaube, wie gesagt, dass Goldust nur ein Spielchen mit Razor spielt. Er versucht, ihn durcheinander zu bringen. Das ist natürlich eine tolle Taktik von Goldust. Und wenn er es wirklich so gemacht hat, wenn das seine Taktik war, dann muss ich sagen, eine langwierige Taktik, die sich vielleicht doch noch auszahlt. Zumindest hat er das Match. Und bei der Champions Tour gibt es vielleicht dann auch noch ein Rückmatch zwischen den beiden, weiß man nicht. Und den Royal Rumble sehen wir natürlich alle am Samstag, dem 17. Februar um 22.35 Uhr exklusiv bei RTL 2. Und so, wie sich Todd aufregt, so reg ich mich darüber auf, dass wir endlich den Royal Rumble dann zu sehen bekommen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und gleich sehen wir das Interview, das Mr. Perfect mit Razor Ramon führt hat. Machismo. You are definitely oozing something, but what it is, I don't really know. And it's obvious to me, and I believe that everybody else can see it too, that it's your machismo that is screwing up your mind. See, it's guys like you that have to prove that you look like a movie star. It's things like, you're not a plow horse. Well, you're a thoroughbred here in the World Wrestling Federation. But machismo in your mind makes you want to prove that to everybody. Now, concerning yourself with Goldust, it's obvious to me that Goldust is definitely under your skin. I don't know how do you feel? I know how you feel about it, because I can see it in your face, I can see it in your eyes, from head to toe, I think that perhaps you may be scared of Goldust. Because you may think Goldust is one way, when he may be the other way, which just might make him perhaps the smartest man in the World Wrestling Federation. Oh, you don't think so? I think that Goldust is so far under your skin that you can't sleep at night. You can't think, you can't work out. Your whole life has gone down the tubes because of your machismo, Razor. Machismo. I think Goldust has twisted your mind and you cannot... Wait, Razor, wait, please, Razor. Come here. Razor, please, 1 minute. I talked to Goldust a few minutes before I conducted this interview. Yes, I had a little talk with Goldust, and he wanted me to do a favor for him, and I said, certainly I'll do a favor for you, Goldust. He wanted me to present you with this token of his appreciation for you. This is for you.
Before he gave a gold bear. Tja, gold wer bear. Weiß, was passiert. Auf jeden Fall bekam... ja, bekam Razor Ramon einen goldenen Bären. Und da sagt auch Todd gerade Goldbär. Ja, Sunny ist offenbar nicht so ganz sicher hier im Studio. Sie fühlt sich im Ring besser. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zu einem kleinen Segment, das kann ich schon mal sagen. Can We Talk? Das Thema, wer hätte in den Augen der Superstars die heutige Action Zone zusammen mit Todd moderieren sollen? Mal sehen, ob sich die Superstars auch so einhellig für Sunny ausgesprochen haben, wie es Doc getan hat. Who should host the Action Zone rather than Sonny? RuPaul. David Letterman, although he doesn't look quite as good in that spandex top. Well, definitely not Sonny. I think they should have gone with a more traditional, more experienced, someone like Walter Cronkite, someone that really knows his wrestling. I'm thinking me. No, me. How about us? No, me. What about Sinbad? He's pretty funny. You know who would have been a perfect choice to host the Action Zone would have been Flea of the Red Hot Chili Peppers. Bret Hart, I heard what you said about Flea. Was that a remark about me and my hair and the way I look? We all know who it should be. It should be Sonny, 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 Sonny. Oh, I know the perfect person. Actually, out of work too. That Connie Chang, right? The news lady, that Connie Chang. She'd be great. Anybody but that spandex-clad gym rat. You know, I'd have soon had Jake Clampett rather than Sonny. Kathy Lee. Sonny? It should be Sonny. It should be Sonny. It should be Sonny. Me. No. Me. Me. No. Yeah. His name is Sir Winston Churchill. Hey, I think you got the question backwards. It's Sonny's all right. They need to replace that Pettengill guy. Angela Lansbury. I know. Barbara Walters. Hey, that's a good one. Sonny. Sonny. It should be, the top should be Sonny. Sonny? Anybody but Sonny. That bitch. Tja, also die Wahl fiel eindeutig gegen Sunny aus. Selbst Owen Hart und Hunter Hearst Helmsley haben sich gegen sie ausgesprochen, was ich eigentlich nicht erwartet hätte. Unterstützung bekamen sie nur von Double J und von Skip, obwohl Skip ein bisschen bemüht und ein bisschen gezwungen wirkte. Und das Wort am Schluss ist ganz gut, dass es ausgeblieben wurde von Barry Horowitz. Ja, wir sehen natürlich noch den Huckster. Kann er noch was dazulernen? Und Jim Ross wird später begründen, warum Bret Hart beim Rumble gegen den Undertaker, der Außenseiter ist. Jetzt allerdings erst eine kurze Pause. Ja, da sind wir wieder. Sunny ist ja Docs Weihnachtsgeschenk an Todd als Gastmoderatorin. Ja, und Todd ist unheimlich begeistert. Not, kennen wir aus Wayne's World. Ja, Sunny trat bei der Survivor Series sehr vertraut mit Bill Clinton auf, den sie eigentlich nur Billy Boy nennt. Und ich glaube, wer das nicht gesehen hat, der sollte sich das jetzt nochmal anschauen. Wir haben auf jeden Fall die Bilder vorbereitet, wenn die beiden hier mal mit ihrer Diskussion fertig werden. Ja, da sehen wir es. Lass mir mal die Worte für Sie sprechen. Nothing that I enjoy more than sitting back, enjoying some popcorn and watching a perfect match. Jay, would you like some popcorn here? Oh, excuse me, I'm sorry. Jay, you know, you're pretty good at this. You think you might be available for a cabinet position? Oh, Mr. President, I'd love to. Why don't you stop by the White House? Maybe we'll go over some of those positions. Oh, Mr. President. I think I'd make the perfect undersecretary. Oh, I think you would too. Yes, sorry. Aha, Mr. President hat ihr einen Job angeboten, sagt, vielleicht sollten wir mal die Positionen durchgehen. Oder wie hat er das gemeint? Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommen wir damit zum Royal Rumble. Wir haben bisher schon eine ganze Menge Teilnehmer. Big Daddy Cool Diesel ist dabei. Owen Hart, Tatanka, Dory Funk Jr., der British Bulldog, Savio Vega, Bam Bam Bigelow ist dabei, King Mabel, Doug Gilbert, ein Mann von draußen, Jake the Snake Roberts ist dabei, freue ich mich sehr, Jerry Lawler, Yokozuna, Fatu, der Mann, der etwas verändern will, Dr. Isaac Yankem, der schon was verändert hat, und der Mann hier, Vader, und den schauen wir uns jetzt mal beim Training an.
ja, und wir sehen natürlich noch Jerry Lawler. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? Und wir sehen Milliardär Ted. Jetzt allerdings die Staff-Frage. Wann und wo fand der allererste Royal Rumble statt? Ja, hier noch einmal die Frage. Die Amerikaner hatten ja eine Werbepause eingelegt, wir nicht. Was wird Sunny für eine Antwort geben? Denn, ja, sie kann es ja nicht schlechter machen als Doc. I don't know it. Really? Yeah. All right, tell him. Okay, none other than the one and only Big John Studd. I knew that one. Huh, Sunny, was ist richtige Antwort? Yeah, Big John Studd hat den Royal Rumble gewonnen, nur die Frage lautete völlig anders, wo und wann? But that's not important. Ach so, ist nicht wichtig, sagt Sunny. Es ist nicht wichtig, wie die Frage lautete. Meine Antwort ist besser. Oh Gott. Ja, wollen wir auf jeden Fall noch die richtige Antwort geben. Und die gibt auch Todd gleich. Hoffentlich ist es richtig. Jawohl, 15. Januar 1989, Houston, Texas. Ja, und ich glaube auch, der Rumble in diesem Jahr wird wieder ein absoluter Kracher. Gehen wir doch einmal mal durch die Matches, die wir bisher haben. Bret Hart versucht, seinen Titel gegen den Undertaker zu verteidigen. Da wird nachher Jim Ross noch etwas dazu sagen. Er glaubt, dass der Undertaker der Favorit ist und Bret hatte in seinen letzten beiden Champion-Titel-Matches schon eine ganze Menge Arbeit gegen Diesel und den British Bulldog, aber das Match hier wird besonders schwer. Ach ja, genau, jetzt kündigt Todd etwas an, was ich Ihnen auch noch schnell näher bringen will, denn Bret hat etwas über dieses Match gesagt, den Mania in den USA. I gotta know who's better. Ja, das ist typisch, Bret, er sagt. Ich muss einfach für mich selbst wissen, wer besser ist. Ich oder der Undertaker. Ja, und er sagt natürlich, bring alles mit, was du hast. Die Excellence of Execution wird gewinnen, aber es wird ein verdammt hartes Match für den Hitman Bret Hart. Aber es wird natürlich ein äußerst interessantes Match, denn eigentlich sind die beiden ja befreundet. Und Diesel hat einen Rekord aufgestellt beim Raw Bowl. Ich hab's gesagt, fast einen Rekord. Er besiegte Mabel in sage und schreibe 11 Sekunden. Und dann entführte er aus den Klauen von Jerry the King Lawler sogar noch die Raw Bowl-Königin Ashley. Ja, also Diesel in bester Form. Er will also auch wieder ein Titelmatch haben. Sunny schaut ein bisschen sauer rein, denn Ashley sieht genauso gut, wenn nicht besser aus als sie. Ja, und dann sagt er, nach dem Raw Bowl ließ sie sich bestechen mit viel Geld. Und zwar von dem Mann hier. I'm looking forward to my New Year's resolution. And that's spending time with you, Hunter. You know what, I'm looking forward to my New Year's resolution too, Ashley. And that's being much less discreet. You know, 1995 was a great year for Hunter Hearst Helmsley. But I think 1996, the world had better get ready to see a whole new Triple H. I think it's going to be an extremely good year. Much better year than everybody else in the World Wrestling Federation is going to have. Ja, also Hunter Hearst Helmsley war der Mann, der Ashley dann doch mit Geld etwas gelockt hat. Und was er wohl damit meint, wenn er sagt, für mich wird es ein gutes Jahr, für alle anderen nicht. Naja, klar, er wird jede Menge Gegner besiegen. Bisher ist er noch unbesiegt. Also müssen wir mal schauen, ob er das auch im Jahr 1996 bleibt. Persönlich glaube ich es nicht, aber warum nicht? Es gibt allerdings einen Superstar, der überaus unglücklich ist, Double J. Er wollte ja im Rumble-Match dabei sein, aber Gorilla Monsoon hat nach seiner Attacke gegen Ahmed Johnson bei In Your House diese Teilnahme gestrichen und hat ein Einzelmatch gegen Ahmed Johnson festgesetzt. Hier sehen wir doch einmal die Aktion. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CDs, sagte ich schon letzte Woche. Danach handelte Jeff bei Ahmed Johnson. Jetzt findet dieses Match statt und Ahmed kann sich sein mögliches Titelmatch bei WrestleMania 12 in die Haare schmieren. Freue ich mich auf jeden Fall. Ja, und Jerry Lawler will auch nichts mit Johnson zu tun haben, muss er aber. Oder nicht? Wir sehen es schon, liebe Fans. Jerry Lawler kommt an Krücken in die Halle gehumpelt, in Begleitung seines, wie er später vorstellte, Royal Spiders, also seiner königlichen Spinne. Ja, Ahmed Johnson wollte natürlich das Match gegen Jerry Lawler bestreiten. Ich weiß nicht, ob Jerry Lawler bei den World Wrestling Federation Offiziellen vorher diese Änderung bekannt gegeben hat. Das muss er eigentlich.
Er sagte, er habe sich einen Knochen gebrochen im Bein, also ein Beinbruch. Bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich stimmt. Auf jeden Fall gab es dann ein Match zwischen Ahmed Johnson und dem Royal Spider. And he's gonna be kind enough to take my place until I'm well. Do you understand that, Ahmed? Ja, da sehen wir gleich den Royal Spider, wie er auf Ahmed Johnson losgeht. Aber der ist natürlich ein unglaublich harter Brocken. Ich habe es vorhin schon gesagt, er spielte kurzzeitig für die Dallas Cowboys. Die stehen wieder im Super Bowl, der morgen stattfindet. Sind die absoluten Favoriten auf den erneuten Gewinn des Super Bowls. Also den dritten innerhalb nur weniger Jahre. Und deswegen ist natürlich ein Mann, der bei ihnen war, hervorragend in Form, zeigt einen wunderschönen Power Slam und da kommt Double J, Jeff Jarrett, zum Ring, schaut sich das Ganze an. Ja, wir haben gerade eben die Szene gesehen, die zur Kontroverse zwischen Jeff Jarrett und Ahmed Johnson führten und natürlich auch zum Match beim Royal Rumble führen werden. Dropkick vom Royal Spider. Ahmed Johnson geht nach draußen. Double J ist bei ihm, aber attackiert ihn nicht. Der weiß, wie hart dieser Brocken ist und Ahmed Johnson vertreibt Double J. Ist dann allerdings clever genug, ihm nicht weiter zu folgen, sondern wieder in den Ring zurückzukehren. Der Royal Spider und Jerry Lawler freuen sich schon mal, merken offenbar nicht, dass Ahmed Johnson wieder da ist. Jetzt merkt es Jerry Lawler. Und da, ja, ich glaube, auf dem anderen Hosenbein vom Royal Spider, vorhin habe ich ja schon gesagt, Spider 2, er muss zu einem Tag Team gehört, steht offenbar Arachno. Arachno irgendwas, sicher nicht Phobia, denn das heißt ja Spinnenangst. Also er hat den Fachausdruck für die Spinne auf seine Hose geschrieben. Achten Sie mal drauf. Die Frage ist, was er dahinter noch geschrieben hat, ob er es richtig bekommen hat. Aber wir wollen uns damit nicht weiter beschäftigen. Wir sind jetzt hier bei diesem Match und Ahmed Johnson wirklich in hervorragender Form. Also ich weiß nicht, was man tun muss, um diesen Mann wirklich zu besiegen. Ein Whip-In von ihm gegen seinen Gegner. Was sehen wir dann? Einen wunderschönen Spinebuster. Jawohl! So muss es sein. Das ist eine vorbildliche Ausführung. Und es geht gleich weiter. Ansatz zum Pearl River Plunge, also einer Tiger Bomb. Das ist eine Abwandlung der Power Bomb aus dem Ansatz zum German Suplex eigentlich. Beziehungsweise also oder zum Double Underhook Suplex, wie ja der German Suplex technisch gesehen genau heißt. Dann allerdings folgt eine Powerbomb darauf und deswegen heißt das Ding Tiger Bomb. Es gibt verschiedene Namen dafür. Wir nennen sie hier bei uns Tiger Bomb. Es gibt andere Namen und wir sehen hier ja auch eine Spinne, eine menschliche Spinne, Sunny nämlich. Aha, er schwärmt von Sunnys Beinen. Todd, konzentriere dich auf deinen Job und schmeichel dieser Sunny nicht noch mehr, als sie sich ohnehin schon selbst schmeichelt. Also ich bin sicher, dass Jerry Lawler diese Verletzung gespielt hat. Wir haben es ja auch am Ende gesehen. Er ging ja ohne Hilfe der Krücken wieder aus der Halle raus. Tja, aber beim Royal Rumble kann sich einer zum Beispiel nicht drücken und das ist Double J, Jeff Jarrett. Er muss ran gegen Ahmed Johnson, da freue ich mich. Ah ja, da spricht Sunny über Jim Ross. Er sagte, der soll ja ein bisschen zu fett sein. Er soll 3 bis 4 Kinne haben. Offenbar nennt man ihn seit neuestem Jumbo. Ja, das soll uns nicht weiter kratzen. Jim Ross kratzt es auch nicht. Wir werden heute einmal sehen, warum Bret Hart der Außenseiter gegen den Undertaker ist. Zumindest unserer Meinung nach. Ja, da sagt er es noch einmal. Also, wenden wir uns doch einfach mal der ganzen Sache zu und analysieren die beiden Männer. Der Undertaker ist furchteinflößend und unglaublich gut. Er ist 2,10 Meter groß, 145 Kilogramm schwer, trotzdem unglaublich athletisch und äußerst beweglich, wie wir ja auch hier an dieser einmaligen Aktion sehen. Seine größte Stärke ist wohl seine Kraft. Da kann kaum jemand mithalten. Wir brauchen uns nur die letzte Survivor Series anzuschauen, als er die Royals komplett selbst aus dem Rennen warf. Nur Mabel nicht, der gab dann Fersengeld. Und zwar verfügt er ja unter anderem über den Tombstone und über den Chokeslam, seine eigentlich Markenzeichen. Ja, und damit hat er natürlich viele Gegner besiegt und er hat eine ganz besondere Aura, eine ganz besondere Ausstrahlung. Also er beherrscht die Gegner nicht nur durch sein Können, sondern auch durch eine Psychologie. Also oft hat er das Match schon gewonnen, noch bevor das eigentliche Match überhaupt gewonnen hat, weil seine Gegner Angst haben. Auch
der mächtige Yokozuna. Ja, die Frage stellt sich natürlich, was muss Bret tun, um den Titel gegen den Undertaker zu behalten und 1996 nicht mit einer Niederlage zu beginnen? Er muss eigentlich das Gleiche tun, was er schon gegen Diesel benötigte. Er muss den größten Nachteil ausgleichen, indem er durch seine ungeheure Schnelligkeit und Beweglichkeit den Undertaker von den Beinen holt und ihn dann auch unten hält. Er ist immerhin 24 cm kleiner als der Undertaker und lockere 40 Kilogramm leichter. Er muss auf seine Technik setzen und darf sich auf keine Raufereien einlassen. Denn was dann passiert, das sehen wir hier im Match gegen Big Daddy Cool Diesel. Da hat natürlich der Größere den klaren Vorteil. Er kann sich auch nicht unbedingt auf den Sharpshooter verlassen, denn es ist durchaus möglich, dass überhaupt niemand den Undertaker zu einer Aufgabe zwingen kann. Bret muss gelegentlich Supertechnik zeigen und den Undertaker im entscheidenden Augenblick überraschen, wie es ihm ja auch gegen Diesel gelang, wie wir hier sehen. Trotzdem ist meiner Meinung nach, wenn man alles abwägt, Bret Hart der krasse Außenseiter. Er hat aber natürlich einen Vorteil, nämlich den des Champions. Das heißt, er kann sich auszählen oder disqualifizieren lassen, dann behält er den Titel trotzdem. Der Undertaker muss Bret Hart besiegen, das heißt entweder durch einen Pin oder durch Aufgabe des Champions. Ja, und Diesel will den Titel natürlich auch wieder zurückhaben. Also er könnte zum Beispiel Bret Hart noch bis zwischen jetzt und dem Royal Rumble herausfordern zu einem Champion-Titel-Match, Bret besiegen und als Champion in den Rumble gehen. Wer weiß das schon so genau? Auf jeden Fall, eins wissen wir ganz genau, der Royal Rumble findet statt am Samstag, dem 17. Februar um 22.35 Uhr exklusiv hier bei RTL 2. Ja, und gleich sehen wir noch ein Match zweier früherer Freunde, nämlich Skip gegen Red Redford, aber zuerst sehen wir uns einen Spot an und reisen dazu ins Weltall. We're gonna see two former friends, Rad Radford and Skip of the Body Donnas, go one-on-one, and of course the ever lovely and certainly polite Sonny will be at ringside. Watch out, Diesel applying the jackknife. Wow, that'll leave you seeing stars. Look at this, the bad guy's got him in the razor's edge. Ah, he sends him crashing to the canvas like a meteorite. Wait, what's this? Someone else is trying to apply Razor's patented move. No, he can't do it. Believe me, there's no substitute in the universe for the World Wrestling Federation. The new WWF generation. We can't be imitated. Ja, also die World Wrestling Federation ist in der Tat einmalig. Wir haben es vorhin gesehen. Vader ist hier in die World Wrestling Federation gekommen. Ein Mann, der für seine Gegner wirklich knallhart ist und der wir haben es gesehen auf seinem Anzug, es ist Vader Time. Also Vader Zeit ist angebrochen, bald schon ab dem Royal Rumble. Ach so, ja, jetzt regt sich Sunny natürlich auf über Red Redford und sie wissen genau, was als nächstes passiert. Wir sehen das Match zwischen Skip und Red Redford, werfen aber zuerst einen Blick zurück auf die Beziehung der beiden. Denn Red Redford wollte ja eigentlich immer ein Body-Donner werden, bekam ein knallhartes Trainingsprogramm aufgebrummt, das teilweise, wie wir hier sehen, ein bisschen unfair war. Dann besiegte er tatsächlich Barry Horowitz, tat damit einen gewaltigen Schritt in Richtung Aufnahme in die Body Donnas. Aber bei der Survivor Series wurde dieser Traum dann doch schon wahr. Er war ein Mitglied im Team der Body Donnas. Dann allerdings das Problem, zwei Tag Team Titel Matches gegen die Smoking Guns gingen verloren. Es war meiner Meinung nach der Fehler von Skip und nicht der von Red Redford. Aber Redford wurde dafür verantwortlich gemacht und, wie Sunny hier sagt, gefeuert. Ja, da sehen wir es noch einmal. Sunny sagt, ach, was habe ich mir nur dabei gedacht, diesen Typen aufzunehmen in die Body Donners. Und sie sagt dann auch zu Todd, dass er doch auch nicht trainiert, aber der sagt, ich tu's. Oh, Aufsitzer, kann er die? Was sagt er? 50, 100 Aufsitzer? Glaubt er wirklich, dass er schafft? Oh, Sunny sagt, los, tu's. Setzt dann natürlich auf die Waffen der Frau und überredet Todd dazu. Bin mal gespannt, ob Todd wirklich 50 bis 100 Aufsitzer schafft. Ich glaube es eigentlich nicht. Oh Gott, das Erste ist schon ein Problem.
Beine auf den Boden lassen, Meister. Na, ich glaube, wir sollten dieses Bild der Trauer und der Tragik einfach mal so wirken lassen. Wir kommen jetzt zu dem Match zwischen Red Radford und Skip. Sofort mit einem Affenzahn zum Ring. Sunny nimmt Reis aus und Red Radford macht sich über Skip her. Ein Whip-In, wunderschöner Back-Body-Job. Die Hintergrundinformationen habe ich Ihnen in den Superstars genannt. Widmen wir uns jetzt diesem Match. Zwei harte Clotheslines. Ein dritter befördert Skip im hohen Bogen nach draußen. Und dann ist wohl erstmal Ruhe. Red Radford stinksauer, geht sofort hinterher. Hinter Skip und Sunny. Sunny stellt sich in den Weg oder wurde in den Weg geschoben von Skip. Red Radford nimmt sie an der Hüfte, stellt sie auf die Seite und sagt, misch du dich da nicht ein. Sie sehen in der World Wrestling Federation, da geht alles doch noch einigermaßen gentlemanlike zu. Damen werden aus dem Weg gestellt. So, jetzt allerdings hat Skip sich doch ein bisschen besser ins Match gebracht, hat Red Radford überrascht. Beide wieder im Ring. Ja, jetzt sagt er, jetzt beherrsche ich diesen Red Radford. Also Skip ein kleines Powerpaket, gar keine Frage. Er ist gut in Form. Allerdings, wenn ich da zum Beispiel einen Shawn Michaels oder einen Bret Hart oder auch einen Undertaker oder Diesel oder Jeff Jarrett oder Hunter S. Helmsley oder was weiß ich wen sehe, also die Liste ist endlos. Die sind alle in besserer Form als dieser Skip. Das sag ich jetzt mal aus meiner Erfahrung. Cover ging daneben. Sunny feuert Skip natürlich sofort an und der setzt einen in dieser Phase erlaubten Würgegriff an, einen Chinlock. Der ist erlaubt. Sunny lächelt schon ein bisschen. Sie freut sich, dass ihr Schatz Skip doch jetzt das Kommando übernommen hat. Aber Red Radford, ein Grunge-Rocker erster Güte, sagt er zumindest. Er sagt, die ganzen Grunge-Rock-Bands haben ihn kopiert. Das halte ich ebenfalls für ein Gerücht. Aber wie gesagt, Klappern gehört zum Handwerk. Jetzt weicht Red Radford Skip aus, fängt sich ein Reversal ein, lässt sie übers Knie springen, aber Oklahoma Sidewalk von ihm und fast hätte Red Radford Skip besiegt. Schöner Suplex hier. Da sieht eher nach Body Slam aus, denn nach Suplex, da habe ich mich wohl etwas vertan und ein Elbow Drop hinterher. Ja, es war ein Body Slam, wenn auch ein bisschen verunglückt, aber auch der Elbow Smash vielmehr, geht ins Leere. Skip nimmt Platz auf dem Seil, kommt mit was? Ja, er machte Anzeichen, er käme mit dem Flying Elbow, aber er kam mit dem Flying Fist Drop, klatscht ihn mehr mit Sunny ab. Wieder ein Cover, 1-2, aber das sieht man schon am hochgezogenen Oberkörper von Skip. Das kann eigentlich nichts werden. Aha, wir sind wieder im Studio. Kurze Pause der Amerikaner und dann blenden sich wieder ins Studio ein. Ja, also Todd ist im Moment ein etwas schwächlicher Anblick. Ah, 5! 5 hat er schon! Ist doch toll! Fehlen doch nur noch 45 bis 95, je nachdem, wie viele er machen will. Ja, wir sind wieder in der Halle bei zwei Männern, die wesentlich besser trainiert sind. Nämlich Skip und Red Radford. Red Radford jetzt doch etwas... Nein! Er spielt mit Skip, mimt den Erschöpften, steigt aufs oberste Seil, Ansatz hier zum Superplex. Aber es wird ein Belly-to-Belly-Suplex von Red Radford gegen Skip. Wunderbar diese Aktion, also er hat hier wirklich ganz, ganz toll reagiert, hat Skip überrascht, hat sich allerdings dabei auch sehr verausgabt. Beide liegen auf dem Boden. Wer kommt als erster wieder auf die Beine, während wir diese Frage beantwortet bekommen? Schauen wir uns nochmal die Zeitlupe an. Wunderbar diese Aktion.
Und Skip greift weiter, ungestüm an, ist jetzt stinksauer, aber Radford hält dagegen, schlägt selbst nach, Whippin' von ihm, was sehen wir jetzt? Backbody Drop, sah zuerst nach einem Spinebuster aus, ist aber ein Backbody Drop. Skip bittet um Gnade, keine Chance, stattdessen gibt's Schläge in der Ringecke gegen den wasserstoffblonden Zwerg, Reversal von dem, Clothesline verfehlt, German Suplex, 1, 2, da hat Red Redford nicht mehr genug Kraft gehabt, Skip auf den Schultern zu halten. Erneut ein Whip-In in die Ringecke. Sofort geht Red hinterher. Aber Skip reagiert sehr, sehr schnell. Geht mit den Beinen aufs Seil. Das Cover 1, 2, 3. Nein, Ringrichter Tim White erkennt es. Bricht sofort ab. Und Skip protestiert doch nicht sonderlich. Er weiß ganz genau, da ist er in Flagranti erwischt worden. Nein, in Flagranti ist keine italienische Stadt. Ja, ja, der Witz ist alt, ich weiß, aber fiel mir gerade nichts Besseres ein. Jetzt Ansatz zum Superplex von Skip, aber Red Redford stößt ihn mit einer Hand weg und zeigt uns was? Gar nichts. Absteiger vom Seil. Red Redford also selbst ziemlich fertig, fängt sich ein Double Axe Handle Blow ein. Gelingt ihm aber doch noch ein Reversal. Oh, der Spinebuster. Und was für einer, was für ein Gerät, würde man da sagen. Tolle Aktion. Ringrichter Tim White redet mit Sonny. Und da kommt der Zwillingsbruder, wie wir dann erfahren haben, von Skip. Erwischt mit einem Elbowdrop den Magen von Red Redford, der schon in der Brücke war zum Cover. Und das nutzt natürlich Skip sofort. Covert Red Redford und hat den Sieg errungen. Aber wie Sie gesehen haben, völlig ohne wirkliche wrestlerische Fähigkeiten, muss man mal so deutlich sagen. Ich habe jetzt nur nach dem richtigen Wort gesucht und dann stellt uns Sunny hier den Zwillingsbruder von Skip vor, so sagt sie. Er ist Zip. Ja, Zip heißt auch so viel wie nix, wie null. Ja, aber er hat hier eingegriffen und ich glaube, wir haben da ein neues Tag-Team. Es sind offenbar wirklich die richtigen Body-Donners jetzt. Was wir davon zu halten haben, das müssen wir natürlich noch sehen. Ach ja, 100. Also offenbar von Todd. Sunny glaubt es ihm tatsächlich und sie sagt, lauf auf der Stelle. Ja, Todd will sich wieder drücken. Und wieder einmal kommt Sunny auf die nette Tour und Todd läuft. Aha, das war also Zip und da sagt es auch Sunny, Zwillinge verschiedener Mütter, also sie sind keine richtigen Zwillinge, keine Brüder, sie sehen nur ähnlich aus. Ja, und sie werden sich bestimmt laut Sunny den Tag Team Titel holen. Wir machen jetzt aber erst eine kurze Pause, die letzte für heute. And New Year's Resolution. How long do I have to do this? Keep going. A little bit longer. You okay? Es war deutlich. Es ging um den Federation Champion Titel. Und jetzt passiert es in Raw erneut. Das Match von In Your House, über das alle sprechen. Bret Hart gegen den British Bulldog. Außerdem, der Überflieger Hakushi will diesem Schreihals hier beweisen, dass er gar nicht so toll ist. Ja, Sie sehen, das war eine Vorschau für Monday Night Raw, aber wir werden diese Bestandteile der Sendung natürlich auch bekommen, hier bei der Action Zone, ich sag schon In Your House, natürlich bei der Action Zone. Ja, und das Match zwischen Bret und dem Bulldog war natürlich ein Supermatch, das wir uns nochmal anschauen können. Außerdem sehen wir die Pressekonferenz von Shawn Michaels zu seiner Zukunft in der World Wrestling Federation. Ja, da erinnere ich mich ja an eine kleine Begebenheit zwischen Shawn und Sunny. Ich hoffe, dass die amerikanischen Kollegen... Ah ja, die amerikanischen Kollegen sprechen auch darüber, denn Shawn hat Sunny ja mal abblitzen lassen und das sieht natürlich Sunny ganz andersrum, nämlich sie sagt, sie habe Shawn abblitzen lassen. Nun, kommen wir zu Can We Talk, die guten Vorsätze der Superstars für das Jahr 1996. I would like to promote free will and for Savio Vega get the WWF title. I hope that all the plebeians can learn to
sir, are great. Well, is it possible to be better than the best there is, the best there was, the best there ever will be? Well, bestest there is, bestest there was, bestest there ever will be. A New Year's resolution, not to answer any more of your questions. You know, I think I'm just gonna quit slopping people. Oh, no! Oh, yes! That was great! Not. To stop procrastinating and to get my alternative rock band, the Ratsters, all together and ready to go. Hunter Hearst Helmsley's New Year's resolution to be much less discreet than I have been in the past and become a doctor and a lawyer. New Year's resolution, make more money. To be better than ever. Drink less coffee. Drink less coffee? Yeah. You get hyped up sometimes. Oh, okay. A little less coffee. Yeah. My New Year's resolution is to remain undefeated for the whole year of 1996. Ja, da haben wir also die Pläne gehört und Todd hat das Training wohl gut getan. Er sagt, ich fühle mich ja fantastisch. Er dankt Sunny sogar dafür, dass sie dabei war in der Sendung. Das heißt, wir sind jetzt kurz vor dem Ende der Sendung. Also, wie gesagt, den Raw, und das werden wir natürlich auch dann in der Action Zone mit unterbringen. Brett gegen den Bulldog von In Your House um den Titel. Das war natürlich ein super Match. Dann die Pressekonferenz von Shawn Michaels. Aber ich will mich natürlich jetzt verabschieden bis nächste Woche. Aber wir schauen uns noch Milliardär Ted in seinem Konferenzsaal an. Also, nächste Woche sind wir wieder da mit einem super Programm. Haben Sie ja schon gesehen. Das Einschalten nicht vergessen. Tschüss, bis dann. Hey, Grimey! No! Hey, listen, man. We need more action from our stars. I want them to pull out all the stops. Okay, boss. You have some suggestions. As you can see, this first maneuver is extremely impressive. Think you can pull it off, Hot Stuff? No way, brother. Okay, that's a tough one. Nacho, how about this maneuver? No way, never! What about the jackknife? Ain't done it in my entire career, and I ain't about to try it now! How about climbing the ropes and performing some aerial tasks? Brother, at my age, my feet don't leave the ground. Well, tell us, what can you boys do? You can't teach old dogs new tricks. The new WWF generation on top of the hill, not over it.